Hallo und herzlich willkommen im Wald zu meiner Denkmalserie. Das hier ist Denkmal Nummer 3. Leider werden die Denkmäler wirklich nicht angenehmer. Und falls jemand wissen sollte, wo mal ein positives Denkmal im Wald rumsteht. Irgendwas so richtig Schönes. So, hier haben sich zwei Glücksbärchis getroffen und Glücksstrahlen ausgetauscht oder sowas in der Richtung. Das wäre zur Abwechslung wirklich mal ganz angenehm. Warum komme ich auch auf die Idee, lauter Negativdenkmale auf einer ansonsten sehr schönen Waldwanderung nach und nach durchzulaufen? Das ist grundsätzlich eigentlich keine so wirklich gute Idee. Naja, nichtsdestotrotz, es wird schlimmer. Hier haben wir es jetzt mit einem Mord zu tun. Oder Totschlag. Weiß man nicht. Ne? Kann man nicht genau rekonstruieren, was davon es gewesen ist. Ich unterstelle jetzt mal, nachdem alle Beteiligten tot sind, Mord. Und zwar steht da hinter mir auf dem Stein, da mache ich euch nachher noch ein Foto, dann könnt ihr es euch alles auch angeblendet angucken, aber ich lese es jetzt mal aus dem Buch ab, da muss ich nicht nach da hinten quatschen. Forstwart Josef Wolf aus Oberndorf hat an dieser Stelle in treuer Pflichterfüllung am 26. August 1919 den Tod gefunden. Zum Andenken errichtet von der Badischen Staatsforstverwaltung und seinen Kameraden im August 1922. Das Ganze ist also 102, also jetzt im August zumindest 102 Jahre her. Der Stein steht noch nicht ganz so lange. Und man weiß zu dieser Geschichte relativ wenig. Die Kurzfassung finden wir bei Herrn Ruf, der mal eine Chronik zum Dörflein Oberndorf, das ist mein Heimatdorf, geschrieben hat. Übrigens nicht Oberndorf am Neckar, das ist das große Oberndorf, davon hat man schon mal was gehört. Gemeint ist Oberndorf bei Kuppenheim bzw. Oberndorf im Murgtal, das ist winzig, das hat 2000 Einwohner, so irgend sowas um den Dreh. Also ich zitiere, Forstwart Josef Wolf von Oberndorf wurde am 26. August 1919 im Wald von Wilder Rern erschossen. Lehrer Mersi fand ihn tot im Wald, als er mit seinen Schülern einen Ausflug nach Ebersteinburg machte. Kurz zur Erläuterung, Kuppenheim da, Ebersteinburg da. Will man hier vorbei, muss man fast hier am Denkmal vorbeikommen. Beziehungsweise zu dem, an dem Grund, weshalb jetzt dieses Denkmal genau hier steht. Ja. Als er mit seinen Schülern einen Ausflug nach Ebersteinburg machte. Ein Gedenkstein erinnert an das furchtbare Ereignis. Das Verbrechen konnte nicht aufgeklärt werden. Der Mörder soll nach Amerika ausgewandert sein und auf dem Sterbebett ein Geständnis abgelegt haben. So, und das war es auch schon, was an offiziellen Informationen vorhanden ist zu diesem Fall. Das wäre jetzt dahingehend ein Thema, dass man jetzt noch was zu Wilderei erzählen könnte, aber leider, und andererseits ist es auch wiederum ganz interessant vielleicht, morbide, faszinierend, kann ich da noch ein paar Sachen ergänzen, weil Wolf ist der Familienname meiner Oma, bevor sie geheiratet hat. Und dementsprechend ist das hier der Onkel meiner Oma, der hier tödlich getroffen worden ist und erschossen schlicht und ergreifend. Das hat man dann beim Fund des Leichnams relativ schnell und einfach feststellen können, was die Todesursache gewesen ist. Ne? Das heißt, wir haben familienintern noch ein paar weitergehende Informationen dazu, was sich da genau zugetragen hat und den Details. Ich möchte hier an dieser Stelle vielleicht wirklich eine kurze Warnung aussprechen. Das ist kein besonders schönes Thema. Und wer da jetzt gerade Lust nach was Positives hat, was zur Zeit etwas ist, was ich voll und ganz nachvollziehen kann, der kann sich dieses Video bitte dann doch vielleicht für ein andermal aufheben, weil es ist einfach nicht besonders positiv, welche Dramatik sich zugetragen hat und mit wie viel Trauer dieser Fund hier natürlich verbunden gewesen ist. So, ich habe gewarnt. Ich mache weiter. Der Josef war am 19. August nicht nach Hause gekommen und
war an dem Tag eben im Wald unterwegs gewesen und abends nicht nach Hause gekommen. Man hatte sich schon Sorgen gemacht, man wusste nichts Genaueres, wo er denn steckt, wo er denn bleibt. Man hat den Kindern dazu nichts erzählt, davon gab es mehrere. Und es war alles also so eine hoch aufgeregte Situation im Dorf und mehr oder weniger das halbe Dorf hatte das auch mitbekommen. Dazu muss man wissen, dass meine Uroma, also sprich die Schwester vom Josef, die Wirtin im Dorf gewesen ist. Zur damaligen Zeit gab es im Dorf, glaube ich, nur eine einzige Wirtschaft, wenn ich da nicht völlig fehlinformiert bin. Es war da eben noch kleiner, das Dorf, das Kreuz hieß die, Wirtschaft zum Kreuz oder Gasthaus zum Kreuz, vermutlich sowas um den Dreh. Und liegt ziemlich genau in der Dorfmitte, zwei Häuser weiter als die Kirche, sehr zentral gelegen. Und da kam man eben zusammen. Und wenn da was nicht gestimmt hat und bei der Wirtin was los war, dann hat es natürlich sofort das gesamte Dorf mitbekommen. So, und dementsprechend, nachdem der nicht nach Hause gekommen war, war also schon das Dorf im Aufruhr. Aber am nächsten Tag hat Lehrer Mersi, der ist namentlich bekannt, weil es zu der Zeit genau einen Lehrer in Oberndorf gegeben hat, mit eben sämtlichen Kindern eine Wanderung nach Ebersteinburg gemacht. Das gab es relativ häufig, das gibt es bis in die heutige Zeit. Ich habe in meiner Schulzeit in Oberndorf in der Grundschule auch noch Wanderungen hier im Wald gemacht und wir sind eben auch bis nach Ebersteinburg Burg angeguckt und wieder runter marschiert. Dazu müsst ihr wissen, wir wohnen am Fuß vom Schwarzwald und wenn man dann die erste Bergkette sozusagen hochsteigt bis zum höchsten Punkt, dann ist da oben drauf eine Burg, das ist die Ebersteinburg. Und das ist eine sehr beliebte Wanderung, bietet sich einfach an, führt 100% durch Wald, sind circa 6,5 Kilometer ein Weg und das kann man also auch mit Grundschülern durchaus hinkriegen. So, also Lehrer Mersi war eben mit seinen Schülern dann hier entsprechend unterwegs und da das der offizielle Weg ist, einmal umdrehen. Ja, von da kommt man. Und nach hier geht man. Ne? Und da führt, es gibt inzwischen einen Parallelweg, den gab es damals aber noch nicht. Das heißt, es gab keine großen Alternativen. Als hier vorbeizukommen, ist es so gesehen, ein zwar circa 4 Kilometer von weiteren Dörfern entfernter Ort, sehr tief im Wald, aber doch recht nah eben entsprechend am Weg. Und dann sind die hier vorbeigewandert und haben dann tatsächlich da jemanden liegen sehen. Der Lehrer muss so geistesgegenwärtig, das war ein sehr beliebter, sehr, sehr gelobter Mann, von dem hört man nur Gutes, muss geistesgegenwärtig genug gewesen zu sein. Als die ersten Kinder gerufen haben, da liegt jemand, ist er sofort hingesprungen und hat seine Jacke drüber gelegt, sodass man also nicht sehen konnte, wer da jetzt genau liegt, dass es jemand aus der Umgebung sein muss. Es gab hier nicht so viele Leute, das war damals noch eine andere Zeit. Und das Problem war jetzt allerdings, dass leider die Tochter, sprich die Cousine meiner Oma von Josef, auch bei diesen Schülern dabei gewesen ist. Und die soll wohl gesagt haben, ich versuche jetzt nicht den ortsüblichen Akzent nachzumachen, den ich leider nicht beherrsche, weil ich immer noch sehr Hochdeutsch spreche, trotz vieler Jahre, die ich jetzt in Baden lebe. Aber die soll wohl sowas gesagt haben wie, der Mann hat die gleichen Schuhe an wie mein Papa. Aber der ist heute gar nicht im Wald, der ist heute dreschen. Der wollte heute nicht in den Wald. Und man hat sie dann aus nachvollziehbaren Gründen eben nicht aufgeklärt, dass das tatsächlich die Vermutung, wenn die Schuhe gehören, leider zutreffend ist. Und ist dann natürlich sofort mit den Kindern wieder zurück. Die Polizei war da, entsprechend Aufruhr war gewesen und man hat wirklich lange gefahndet, wer denn das gewesen sein könnte. Dass es sich um Wilderei handelt, wusste man zu diesem Zeitpunkt noch nicht, hat das aber als wahrscheinlichste Ursache entsprechend angenommen. Ja, jedenfalls als dann die Cousine meiner Oma wieder, meine Oma war da noch gar nicht geboren übrigens, wieder zurück war im Dorf und dann eben auch die Nachricht übermittelt worden ist, wen man da gefunden hat, war zu diesem Zeitpunkt meine Urgroßmutter, also meine Uroma, war da gerade mit meiner Oma schwanger im Endstadium.
Stadium. Und nach dem Schreck, dass ihr Bruder tot im Wald liegt und erschossen worden ist, ist bei der natürlich dann die Fruchtblase und dann ging es los mit der Geburt. Und daher ist am 21. August 1919 meine Oma geboren, aufgrund eben des Schrecks. Unter einerseits viel Freude eben um die Tochter, über die Tochter und gleichzeitig eben enormer Trauer um den Bruder, war das also eine Situation, die im Dorf garantiert jeder mitbekommen hat. Und dazu dann noch eben diese dramatische Situation, dass die Tochter dann auch noch beim Auffinden der Leiche zugegen gewesen ist und gemeint hat, der hat aber die gleichen Schuhe an wie mein Vater. Und das hat die wohl auch noch lange, lange beschäftigt. Ich weiß gar nicht, wie sie hieß. Könnte ich nachgucken. Mein Vater hat ausführliche Ahnenforschung betrieben. Also da ist ganz viele Briefe auch aus der Zeit sind auch alles da. Ich bin schlecht im Handschriftenlesen. Das ist ein bisschen problematisch. Wenn man super viele tolle alte Briefe hat von hochinteressanten Personen und Zeitzeugen der jeweiligen Zeit, zum Teil 200-jährige Briefe haben wir, und die kann ich nicht entziffern. Das ist einfach schade. Mich würde schon interessieren, was die Altvorderen Tüxens und Wolfs und wie sie alle hießen, das sind natürlich mehrere Namen im Spiel, wenn man lange in die Vergangenheit zurückgeht, was die so alles getrieben haben. Aber naja, ja, das ist also so die ganze Dramatik. Jetzt, warum wird vermutet, dass der Täter nach Amerika ausgewandert ist? Das ist eigentlich relativ naheliegend. Jeder kannte hier damals wirklich jeden und der muss wohl auch einer gewesen sein, der häufiger im Wald unterwegs war und es hätte auch garantiert jemanden gegeben, der dann zuordnen hätte können, der so und so hat ein Gewehr. Das war ja auch nicht selbstverständlich. Wir schreiben hier das Jahr 1919, sprich ein Jahr nach Ende des Ersten Weltkriegs. Entsprechend besonders doll ging es den Leuten hier nicht und Wilderei war ein leider sehr häufig vorkommendes, andererseits auch sehr tolerables, eigentlich erstmal Delikt, das an der Tagesordnung war. Und eben deswegen, um jetzt nochmal darauf zurückzukommen, was ein Forstwart eigentlich macht, hat man unter anderem wegen dieser Primäraufgabe eben Forstwarte eingestellt. Die waren sozusagen die Waldpolizei, wenn man so möchte, und Aufpasser im Wald. Sie hatten so geringfügig auch so ein bisschen Förster- und Jägerfunktion. Also gejagt haben sie meistens, glaube ich, auch noch, aber sollten eben tatsächlich aufpassen, dass im Wald eben kein Schindluder getrieben wird und gegebenenfalls auf die Jagd nach Wilderern gehen. Mir hat, als ich noch jünger war, die Idee gefallen, dass es hier ein westernartiges Duell im Wald gegeben haben möge und beide da, so Josef war auch bewaffnet, entsprechend gegenseitig durch die Gegend geballert haben. Und ja, was man sich halt als junger Mensch so vorstellt, ist aber nicht passiert. Also bei ihm aus der Waffe ist wahrscheinlich, soweit ich das irgendwie noch feststellen konnte und sich meine Mutter noch an Geschichten erinnert von früher, ist er gar nicht groß dazu gekommen, da zu schießen. Es ist häufig so, dass Wilderer meistens eher recht versteckt unterwegs waren und oft wurde nicht der Wilderer im Walde erschossen, das gab's auch, dazu habe ich auch noch eine interessante Geschichte, die ist dann wenigstens, na, die ist eigentlich auch dramatisch. Ja, aber die ist wiederum so lange her, 1602 muss das gewesen sein, dass man es mit ein bisschen mehr Abstand betrachten kann als gerade mal 100 Jahre her. Aber ihr seht, Denkmäler im Wald kommt nie was Gutes bei rum. So selten, selten was Gutes bei rum. So, und jetzt Wilderei 1919 war einfach ein Thema. Es gab wenig zu fressen. Die Weltwirtschaft war jetzt gerade nicht die beste, so kurz nach dem Krieg. Das muss ja auch niemandem erzählen. Und die Leute hatten schlicht und ergreifend Hunger und damit war Wildern mal wieder gerade modern. Gab immer mal wieder Phasen, insbesondere auch während und nach dem 30-jährigen Krieg zum Beispiel, war Wildern nahezu an der Tagesordnung. Jeder, der in irgendeiner Form an irgendeine dafür geeignete Waffe rangekommen ist, hat das auch gemacht. Und ebenfalls wieder
zur Zeit zwischen den Weltkriegen war Wilderei also ein häufig vorkommendes Phänomen. Und wahrscheinlich muss es so gewesen sein, dass er hier irgendwie Patrouille gelaufen ist, vielleicht auch den Wilderer entdeckt und angesprochen hat. Und der hat dann halt eben geschossen, bevor er irgendwas anderes getan hat. Und dann hatte der Josef natürlich auch keine Chance mehr, dagegen irgendwas zu unternehmen, wurde direkt getroffen. Und ja, dann ist es das gerne mal gewesen. So, dass der jetzt dann nach Amerika ausgewandert ist, ich hatte es ja schon angedeutet, das ist wahrscheinlich damit zusammenzuführen, dass einfach irgendwer geplaudert hätte, der so und so hat ein Gewehr oder den so und so habe ich mal mit dem Gewehr gesehen oder der so und so verbringt viel Zeit im Wald und spätestens auf Druck und auf erbittertes Nachfragen, wo warst du denn so und so, dann und dann, ne? Also am 20. August und was hast du da gemacht und was ist das da für ein Gewehr, was wir bei dir in der Wohnung gefunden haben und, und. Also der muss Panik bekommen haben und muss wohl sehr kurz darauf den Namen, den weiß man, ich weiß ihn nicht, aber den kann man wohl irgendwo in Erfahrung bringen. Man will aber jetzt auch nicht eben dem seinen Nachkommen irgendwie was Böses, die er mit Sicherheit in Amerika dann gehabt hat. Und daher ist es eher schwierig, jetzt rauszufinden, wie der genau gehießen hat, der mutmaßliche Täter. Aber ja, jedenfalls ist der dann nach Amerika abgehauen, was zu der Zeit ja auch keine Seltenheit war, dass man da gerne nach Amerika abgehauen ist. Grrr. Wie ich diese kleinen Sportflieger hasse. Die gehen jedem auf den Sack für ihr eigenes Vergnügen. Ah, naja, jedenfalls hat er dann eben auf dem Sterbebett in Amerika gestanden, dass der damals den Josef Wolf, er wusste wohl auch, wen er da erschossen hat, entsprechend erschossen hat. Ja. Hat er wahrscheinlich deswegen zugegeben, weil er nicht in die Hölle kommen wollte oder irgendwie sowas. In dem Stil muss wohl religiöse Gründe als letzte Beichte irgendwie sowas in diese Richtung gehabt haben. Ja, so, also Wilderei, wie gesagt, das war damals ein Thema. Warum? Ja, nichts zu fressen gehabt und dann war es naheliegend, sich da im Wald eben was zu holen. Ich bin mir nicht sicher. Ich würde euch mal noch ein Voice-Over machen, wie damals eigentlich die rechtliche Situation zum Thema Jagd gewesen ist, wer denn da jagen durfte und wer nicht. War das noch der Adel? War das schon nicht mehr der Adel? Das weiß ich jetzt gerade nicht auswendig. Ja, das ist hier eigentlich ein Bild, das schon ganz gut zeigt, das Ende des Wildschützen, wie man da eben trotzdem noch den Hut abnimmt und dem Wildschützen einen gewissen Respekt zollt. War damals Zeitgeist, lange Zeit, dass der Wilderer im Grunde ein missverstandener Guter ist und einer, der der Obrigkeit so ein bisschen eine lange Nase macht und eben eine ganz, ganz, ganz romantisierte Figur, die da in der Wildnis lebt und in der Wildnis herumschleicht und sich im Wald unglaublich gut auskennt und im Grunde niemandem was Böses tut und hin und wieder mal was schießt, um sich halt einen Lebensunterhalt zu sichern und so weiter und so weiter. Diese Romantisierung hat dann irgendwann wirklich ja, ihren Gipfel erreicht in so Gestalten wie im Grunde Robin Hood. Im Grunde. Jetzt darf man Robin Hood sicherlich noch aus vielerlei Hinsicht ein bisschen eine Sonderstellung verleihen. Ich weiß jetzt auch nicht jedes Detail zum historischen Robin Hood. Nur gut ist er sicher auch nicht gewesen, auch wenn er heute da gerne mal als so dargestellt wird. Aber es gab auch deutsche romantisierte Wilderer. Da wäre zum Beispiel der Johann Adam Hasenstab zu nennen, beziehungsweise überhaupt, ja doch, der Robin Hood des Spessarts genannt, ne, der Spessart, den kennt man, liegt ziemlich genau im Übergang zwischen Bayern und sämtlichen anderen Bundesländern, die noch so an Bayern angrenzen, gefühlt, aber ja, könnt ihr auch mal googeln, und dem hat man sogar gewisse Zauberkräfte nachgesagt und der soll kugelfest gewesen sein. Eigentlich war das ein 1716 geborener Enkel eines Jägers, der da als Jagdgehilfe gearbeitet hat
und hat diesen Job dann verloren, weil er eben wegen Wilderei dran gekriegt worden ist. Das wurde noch nicht so stark bestraft, war wohl keine große Wilderei, dass er da irgendwie schwere Strafen erlitten hätte, aber er war seinen Job zumindest mal los und hat dann halt angefangen, auf eigene Regie zu jagen und zu wildern und das erlegte Wild auf Märkten und an Fahrer zu verkaufen und hat das so erfolgreich und so geschickt gemacht, dass er über viele Jahre hinweg eben entsprechend nicht gefasst worden konnte von den Behörden, die dann auch eben nach und nach immer mehr Geld auf ihn ausgesetzt haben, also ein richtiges Kopfgeld, bis er eines Tages vom Johann Sator 1773 erschossen worden ist. Und dem Johann Sator hat das auch keiner so richtig gedankt, dass der jetzt weg ist. Und man hat ihm einen Gedenkstein aufgestellt, also dem Hasenstab. Und der ist eigentlich in positiver Erinnerung geblieben. Die Realität sieht so aus, dass die allermeisten Jäger, auch Wilderer, auch historisch eben nicht besonders weitgerecht gejagt haben, mal oft mit Fallen, Schlingfallen, die das Wild grausam zu Tode quälen, quasi, bis es dann endlich mal erstickt ist. Und die haben sich nicht die Mühe gemacht, da regelmäßig in den Fallen nachzugucken, ob da denn gerade ein Tier am Verenden ist, um das dann zu erlösen. Die haben sich auch nicht darum gekümmert, ob sie gut oder schlecht treffen, wenn sie dann mal mit dem Gewehr aufs Wild schießen, im Regelfall. Und man muss nicht unbedingt unterstellen, dass so ein Wilderer in den allermeisten Fällen irgendwie eine besonders positive, romantisch handelnde, supernaturliebende Gestalt gewesen ist. Das war der schnöde Mammon für die allermeisten, die sie dazu getrieben hat, auf die Wilderei zu gehen. Und das wird 1919 auch nicht anders gewesen sein. Man muss also wirklich da sehr stark aufpassen, dass man diesen Wilderer-Begriff eben nicht zu sehr ins Positive bringt in der Historie, da die ja dann doch hin und wieder ganz gut wegkommen. Ja, und rechtlich gesehen, wer hatte denn das Jagdrecht inne? Ja, der Landbesitzer bzw. der Grundbesitzer. Und während man den ganz frühen Wilderern wenigstens noch unterstellen kann, dass sie nur den Adligen, die ohnehin nicht so viel geschossen haben, wie sie hätten schießen sollen, denen tut's auch nicht weh, wenn man denen was wegnimmt, haben die Wilderer nach 1850 rum ungefähr, ich glaube 1848 war das auch, als man das Jagdprivileg des Adels abgeschafft hat, danach hat der Wilderer im Prinzip bei irgendeinem kleinen Waldbesitzer oder bei einer Kommune oder beim Land und nur noch ganz selten bei einem Adligen quasi den Schaden verursacht. Und da war dann auch mit der Nachvollziehbarkeit und mit dem auch den kleinen Revoluzer da, den finden wir ganz sympathisch, hat es dann auch etwas abgenommen, obwohl man eben manche Wilderer noch bis in die 1950er Jahre rein romantisiert hat und es gibt entsprechende Heimatfilme, wo dann die Wilderer noch als total tolle Typen, die dann da noch irgendwie die Frau klar machen und was weiß ich, dargestellt werden. So viel zum Exkurs. Dann soll es das an dieser Stelle auch gewesen sein. Nächstes Denkmal, auch mit jemandem Toten. Aber da wissen wir nicht, wer es gewesen ist und das Ganze ist 500 Jahre her. Das ist also alles insgesamt ein bisschen sympathischer. Grauenvoll, ne? Aber irgendwie mache ich das trotzdem ganz gerne, diese Reihe jetzt. Weiß nicht, keine Ahnung. Bis zum nächsten Mal.